Herzlich willkommen zu Dragon Age Origins. So, ich habe ja gestern gesagt gehabt, dass ich heute, da es Freitag ist, werde ich heute euch zeigen, wie ich das jetzt machen werde übers Wochenende, dass ich hier aus diesen 119 Gold so viel Geld mache, dass wir hinterher genügend Geld haben werden, um eigentlich alles soweit, was wir haben müssen, ohne weiteres kaufen können. Und ich werde dann auch höchstwahrscheinlich mit Win hier übers Wochenende uns mal ordentlich eindecken, was Wundumschläge angeht, damit wir da nicht so unter Mangelerscheinungen leiden. Ja, das habe ich jetzt mit euch so vor. Also dafür müssen wir, brauchen wir letztendlich zwei Orte. Zum einen müssen wir nach Denerim und wir müssen immer zum Turm der Magi reisen. Also zwischen den zwei Orten werde ich immer hin und her wechseln. Ich werde euch das halt jetzt einmal zeigen, wie ich das mache, und ich werde dann, wenn ich das Geld beschaffe, immer nur zwischen diesen zwei Orten hin und her flitzen. Und das wäre auf Dauer langweilig. Ich werde aber die Zwischenkämpfe, die dann gegebenenfalls auf dieser Strecke immer kommen werden, werde ich versuchen aufzuzeichnen, und damit ich die dann bei einem Part wieder dranhängen kann, dass ihr halt die Kämpfe dann praktisch seht. Und ja, damit ihr da gegebenenfalls nichts verpasst. So, dann gehen wir jetzt erstmal nach Denerim. So. Man muss halt bei dieser Sache sich langsam hocharbeiten, weil ja, wir haben den Markt entdeckt. Yay, sogar. So, ich guck gerade. Wo ich jetzt das Aufgeschriebene habe. Da, 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 da. Ist natürlich immer sehr günstig, das raussuchen während der Aufnahme zu machen, aber ich hatte jetzt sehr viel heute um die Ohren. Da habe ich es halt vergessen, die Zettel, die entsprechenden Zettel rauszulegen. So, ich hoffe, ich finde sie schnell. So. So, ich mache dann gegebenenfalls den Part auch ein bisschen länger, weil durch das Suchen jetzt etwas Zeit so, das. Brauche ich. Und so gut. Einen habe ich schon mal. So. Um.
Das ist er nicht. So, das lege ich auch schon mal raus. Das kann weg. So. Sind immer die anderen. Okay, da haben wir das. Ich habe einfach zu viele Zettel. So, mächtiger Ausdauertrank. Die Skillung. So, wie es halt so ist, es ist natürlich der allerletzte Zettel im ganzen Stapelbereich. So, okay. So, eine Sache wird natürlich, die wird, Alana wird jetzt, Lidiana wird hier gleich, natürlich was sagen. Ja, ich habe jetzt halt zwei Parts. Denerim. Wenn Zeit bleibt, würde ich gern nach Marjolaine suchen. Da ist noch eine Rechnung offen. Ja, ich weiß. Aber das werden wir jetzt natürlich nicht machen. Marjolaine wäre hier. Und ja. Moment, wo willst du hin? Akela läuft glücklich auf dich zu. Er scheint einen Freund gefunden. Hündchen, ja. Okay, sagen wir mal, Er wedelt mit dem Schwanz. Wenn er bei uns bleibt, wird er gegen die dunkle Brut kämpfen müssen. Streitsüchtiges Bellen. Aha. Dann solltest du ihn wohl besser zu seinen Eltern zurückbringen, nicht wahr? Ja, es tut mir leid. Huch.
Magie soll den Menschen dienen und ihn niemals beherrschen. Finster und verrucht sind diejenigen, die seine Gabe genommen und sie gegen seine Kinder gewandt haben. Sie sollen heißen Malefica, die Verfluchten, und weder in dieser noch in der nächsten Welt Ruhe finden. Dazu wollte ich gerade kommen. Das war mein Handy. Entschuldigung. Gut. Gut. Magie soll den Menschen dienen und ihn niemals. Laufen wir lieber hier herum. Und verrucht sind diejenigen, die seine Gabe genommen. Weil ich will nicht jetzt noch was auslösen. Ich hoffe, es wird nicht ausgelöst. So, jetzt muss ich nur gerade. Noch mal was einstellen. So. Gut. So. Ich speichere jetzt einmal hier kurz neu ab. So. Es heißt, hier gibt es alles. Mich hat mal ein Taschendieb bestohlen. Aha. Ich kenne euch. Aus Ostagar. Bei Andrastes Blut. Ihr seid ein grauer Wächter, Duncans Schülerin. Ihr habt meinen Freund getötet und den großen König Kaelin. Ich verlange Genugtuung, Sir. Ja, jetzt könnten wir halt mit ihm uns anlegen, aber ich will das nicht. Weil ich möchte ihn nicht einfach so töten, weil er wird ja im Moment nur deswegen von der Rache geführt, weil es schmerzt halt wirklich unheimlich, wenn einer der besten Freunde ja ums Leben kommt. Da will man einfach nur Gerechtigkeit haben, egal wie. So, deswegen werde ich jetzt hier lügen, überreden, lügen. Ich, ein grauer Wächter, ihr müsst euch irren. Verzeiht mir, Sir, ihr müsst mich für einen Narren halten. Aber ihr seht wirklich aus wie... Ich hatte zu viel Bier. Ja, bestimmt. Entschuldigt mich. So, jetzt haben wir das hier auf die freundliche Art und Weise geregelt. Und das wollte ich jetzt auch, weil das sonst würde das hier das, was ich machen muss, eher gegebenenfalls immer etwas behindern. So, um das zu machen, muss man hier in die Taverne zur müden Adligen gehen. So. Ob es hier wohl einen guten Pflaumenwein gibt? Noch bestimmt. So. So, und wir müssen jetzt hier mit diesem Schenkwirt reden. Was darf es denn sein, Fremde? So, ich gehe jetzt nicht auf irgendwelche Gespräche ein. Und zwar, zeigt mal, was ihr anzubieten habt. Natürlich. Seht euch einfach um. So, und zwar brauchen wir... Er hat nämlich hier steht 99 mal 99 und hier auch 99 und da auch 99. So, und das brauchen wir von ihm. Und auch wenn man jetzt hier 99 mal das kauft, er hat immer 99, also das ist immer unendlich. Diese drei sind unendlich hier vorhanden. Ne? Und für einen mächtigen Lyriumstrank braucht man die Zutaten halt Flaschen. Die hat er. Dann
halt dieses Destillationswerkstoff und Konzentrationswerkstoff. Deswegen ziehen wir das rüber, nehmen ein einmal Soda, das ist das Konzentrationsmittel, da brauchen wir 2 Stacks. So, also nehmen wir 2-mal rüber. So, und dann Destillationswerkstoff brauchen wir auch 2-mal. Also 2 Stacks. So. Flaschen brauchen wir, damit fängt man halt so an. So. Ein Stack. So, das war das, was wir bei ihm hier kaufen müssen. Und ihr seht, jetzt haben wir noch 27 Gold. Also für mehr hat man auch am Anfang meistens nicht. So, und jetzt wechseln wir den Schauplatz. Ach so, wir gucken jetzt mal. Sie hat es noch nicht drin. Dann gehen wir nämlich jetzt noch eben das kaufen. Das Rezept ist zwar auch ein bisschen teuer. Deswegen braucht man wirklich so viel Gold. Die Wunder von Thedas. Ich bin ewig nicht hier gewesen. Ja, schön. So, dann gehen wir hier halt hier in dem Wunder von Thedas. Da kriegen wir nämlich, müssten wir das Rezept eigentlich kriegen. So. Ja, hier bei dem Besänftigten. Hallo. Willkommen bei den Wundern von Thedas. Wir führen Gegenstände aus der Fertigung des Zirkels sowie zahlreiche Antiquitäten. Möchtet ihr euch etwas davon ansehen? So, seine Waren durchsehen. So, hier. Ihr seht, da braucht man allein für das Rezept braucht man auch 11 Gold. Ne? Aber ohne das Rezept kann natürlich kein Charakter, der halt die Kräuterkunde beherrscht, kann natürlich nur das herstellen, was er natürlich auch an Rezepten kennt. So, dann gehen wir nochmal auf Win. Jetzt müsste sie das machen können. Hier haben wir es. Ne? Und hier ist ja, sie braucht natürlich noch Stufe 4, ist klar. Aber ich zeige euch ja jetzt im Moment nur das. So, und hier ist aufgelistet, was man halt so braucht. Ne? Also wir müssen dann gleich noch 4 Stacks von diesem Lyriumstaub besorgen. Wir haben 1 Stack Flächen da. Wir haben 2 Stack Destillationswerkstoffe dabei. Und wir haben 2 Stacks auch von Konzentrationswerkstoffen dabei. Ne? Gut. So, gucken wir mal. Sie braucht also nicht mehr allzu lang. Achso, wer ist denn alles verletzt? Alistair und Vin. Gut, dann lassen wir die mal eben jeweils Verletzungsausrüstung nehmen, so, damit ihre Verletzungen weg sind. So, jetzt haben wir das Rezept. Wie gesagt, wir machen sonst nichts hier in der Nähe. So. Jetzt können wir eigentlich hier schon auf die Karte wieder zugreifen. Also man switcht jetzt hier zwischen dieser müden Adligen. Und, jetzt können wir nämlich hier, man geht auf die Karte
dann hat man von Denerim und dann kann man hier auf die Weltkarte zugreifen. Aber dann geht es erstmal hier auf die große Karte von Denerim und dann geht man auf die offene Welt. So, und jetzt haben wir die normale Ferelden-Karte. So, und jetzt switchen wir hier zum Turm der Magie hin. So, mal sehen, ob ein Kampf da stattfindet. So, das ist das Prinzip. Jetzt switche ich, also reise ich hier hin. Jetzt haben wir hier Hurlock, also Dunkle Brut. Ja, Hurlocks und Genlocks. So. Aber hier sind schön viele Fallen. So, da ist nämlich schon eine. Wir entschärfen mal. So. So, die anderen können sich ja um die kümmern. So. Wir brauchen sie nur einmal anzuklicken, dann wird es schon entschärft. So. So, dann haben wir da noch eine. Oh, Alistair ist umgekippt. Dann kannst du mal wiederbeleben. Wo haben wir Alistair? Da haben wir Alistair. Da. So, und wir entschärfen hier mal weiter. So. Weil manche Fallen verschwinden immer nach dem Kampf. So. So, dann gehen wir mal hier hin. So. So. Na toll. Tronja, musste das sein? Ich nehme die einfach dem mal wieder die Birne ab. So. Ja, dann können wir hier mal pflücken. So. So. Jetzt haben wir hier auch die Erfahrungspünktchen gesammelt anhand der ganzen Fallen. Das ist auch schon sehr gut. So, aber weitere Fallen sind hier nicht. Und wir haben auch jetzt soweit alles abgesucht. Ja, dann können wir wieder weiterreisen. So. Und jetzt kaufen wir hier bei dem Quartiermeister. Ihr habt die Abscheulichkeiten alle vernichtet. Unfassbar. Ich dachte, wir würden hier alle sterben. Jetzt braucht ihr sicher Nachschub, oder nicht? Ganz richtig. So, also gut, handeln wir. So, nach wie vor hat er natürlich hier ganz unten einen Rucksack. So, aber erstmal müssen wir jetzt... So, was er nämlich hat, ist unendlich viel diesen Lyriumstaub. Ne, das brauchen wir ja auch. Und da brauchen wir halt für einen ganzen Stack, also ich habe ja jetzt Sachen besorgt für einen Stack, also 99 Flächen für den mächtigen Lyriumstrank. Also laut Rezept brauchen wir jetzt viermal diesen Staub, zweimal, dreimal und viermal. Ihr seht,
obwohl ich jetzt hier viermal Lirumstaub gekauft habe, hat er trotzdem noch immer hier den Lirumstaub. Und seht ihr, es sind jetzt nur noch gerade mal 6 Gold übrig geblieben. Ja, wir könnten uns rein theoretisch jetzt hier den Rucksack uns noch gönnen. Ne? Weil man verdient jetzt halt, das ist also nicht unnütz Geld aus Gaberei, sondern daraus machen wir ja dann die mächtigen Lyrumstränke und wir machen jedes Mal etwas Gewinn. Wir kriegen jetzt etwas über 100, wenn wir den Trank halt 99 Mal hergestellt hat, kriegen wir etwas über 123 Gold, kriegen wir das dann. Ne? Also wir kriegen immer Gewinn und umso mehr wir halt herstellen können, am Anfang dauert es immer sehr langsam, aber mit der Zeit steigert sich das natürlich. Umso schneller. Ich kann dann mit der Zeit immer mehr herstellen. Dann habe ich nicht nur ein Stack, sondern gegebenenfalls mit einem Rutsch, sage ich mal, liefere ich 6 Stacks ab. Ne? Also das steigert sich immer mehr. Ne? Und somit machen wir jedes Mal ordentlich Gewinn. Und ja, das ist halt die Sache. Ich werde jetzt auch hier den Rucksack kaufen, damit ich mehr Platz habe. So, okay. Ja. So, und es würde jetzt so verlaufen, das Win. Ich werde das dann höchstwahrscheinlich, ich habe ja hier eine Mod drin, dass ich praktisch die Charakter praktisch neu skillen kann. Wo haben wir es? Fähigkeiten so. Nicht wir. So, Win braucht ja jetzt hier noch einmal die Heilkunde auf 4. So, wir können dann eigentlich, ich reiß jetzt nochmal nach Denerim. So, also jetzt würde Win das herstellen. Und ihr könnt dann entweder hier im Turm verkaufen oder in Denerim. Also die zahlen ein immer das Gleiche. So, mal sehen, vielleicht kriegen wir ja nochmal einen Kampf rein. Oder auch nicht. Wow. So. Gut. Ich hatte gehofft gehabt, weil Win braucht ja eigentlich nicht mehr so wirklich viel. Sie steht kurz vorm Level Up, also ein Kampf wäre, glaube ich, ausreichend. Deswegen reisen wir jetzt wieder zum Turm. Ich hoffe, dass auch Win dann jetzt einen Punkt da drin kriegt. Aber da kommt jetzt kein Kampf. So, ja. Ich werde das dann auch deaktivieren, dass Liliana nicht den Wolf ruft. So. Da haben wir erstmal alle Kämpfe. Das wäre natürlich schade. Sieht aber danach aus, weil jetzt ist schon wieder nichts. Sehr schön. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als Win halt neu zu skillen, dass ich ihr halt da, so wie sie ist, ja, es kommt also im Moment nicht. So, also da wird ja sowieso, also ich werde mir das dann aufschreiben, wie Win im Moment hier geskillt ist.
Ne, also wie ihre Punkte im Moment hier sind. Ne, also hier 11, 29. Ne, so, das werde ich dann... aber ich habe ja nur immer Willenskraft und Magie. So, und das werde ich dann auch dementsprechend ihr wieder geben. Und dann werde ich halt erstmal hier einmal das wegnehmen und ihr dann dahin tun, damit wir halt hier die Heilkunde kriegen. Ja. Also ihr verpasst im Grunde nichts. Wenn noch Kämpfe kommen, werde ich sie euch dann aufnehmen und dann am nächsten Part dranhängen. Ja, ich werde auf... Es ist halt so, es würde dann so ablaufen, wenn ich die Produkte gekauft habe, gehe ich hier auf Kräuterkunde, klick an, dann würde ich den mächtigen Lyumstrank anwählen. Und leider ist es hier bei Dragon Age Origins so, dass man hier diesen Button, sobald man alles kann, also sobald sie hier über meisterhafte Kräuterkunde verfügt, dann wird dieser Button aktiv und ich kann dann drücken. Und ich muss praktisch so lange hier drauf rumklicken, bis alles verbraucht ist. Also in dem Falle jetzt, da ich für 99 Fläschchen gekauft habe, muss ich 99 mal hier auf den Button klicken. Und wenn das alles erledigt ist, dann haben wir halt hier in unserem Inventar halt dementsprechend ein Stack mächtige Lyrumstränke. Und die kann ich dann verkaufen. Und das mache ich dann halt, bis ich genügend Geld zusammen habe. Ne, also ich stelle mit Win dann her, verkaufe das, kaufe neue Zutaten und so weiter, bis halt wirklich alles an Geld da ist. Und das dauert wirklich eine ganze Weile. Und das möchte ich euch wirklich nicht antun, dass ihr, ja, keine Ahnung, wie viele Parts das dann wären, weil es dauert schon ein paar Stunden, sage ich mal, bis ich das dann erledigt habe. Also ihr verpasst nichts. Ja, schön, dass du dabei warst. Schön wäre es, wenn du auch im nächsten Part dabei sein würdest, wo wir dann ganz viel Gold haben werden. Und dann können wir auch dann ohne weiteres alles kaufen. Und ja, auch, ja, wir werden dann genügend Geld haben. Ich werde auch nichts irgendwie noch irgendwie einkaufen, sondern den Einkauf werde ich mit euch dann tun. Ja, also wir sehen uns dann mit sehr, sehr, sehr viel Geld wieder. Ich wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend, viel Spaß und bis denn dann. Tschüss.